Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicos draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Schacht! Wir kennen das ja bei Anwendung Ubisoft, blablabla, bla bla, bitte warten. Wir warten jetzt Zeit. Und das Ding hat eben gerade auch ein Upgrade bekommen, was ich kein bisschen nachvollziehen kann. Nee, jetzt mal ohne Witz, das Ding hat wirklich ein Update gehabt. Anscheinend spielen sehr viele Leute. Finde ich ja schon ein bisschen nice irgendwie. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Festplatte! Ember Hunter Kampagne fortsetzen. Jetzt können wir hier noch kurz gucken, was meine Freunde so machen. Sind alle online, das ist natürlich super. Der Access hat auch wieder Internet. Er hat sich meinen WLAN-Adapter gepackt und hat ihn bei sich drauf gemacht und ja, jetzt hat er wieder Internet. Jetzt gucken wir mal, wann er mal wieder das nächste Mal so mit aufnehmen kann, weil er ist total geflasht von Titanfall. Und dann will er gucken, ob er sich das mal holt oder ob er wartet, bis er richtiges Internet hat oder sowas. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht mal was zusammen aufnehmen können. Oh Mann, die Dinger sind so cool. Sieh dir das an. Die Leute sind da rein? Ja Mann, das ist dein Telefon. Was glaubst du denn? Oh, verzeih. Warum? Das war vor den... Weiß nicht, ich finde das cool. Hey, was denn das? Seltsames Flugzeug. Das ist ja gar kein Flugzeug, Mann. Nein, nein, nein. Warte, film weiter. Das werden zwei Hits im Web. Was ist... Pass auf, Mann! Pass auf! Vorsicht! Hey! Oh. Stopp den Bus! Stopp den Bus! Hey! 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 Oh, shit! Bist du okay? Verdammt, zieh dir das an! Schalt aus, Mann! Hör auf zu filmen! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Da regnet's. Was ist denn hier los jetzt, Alter? Junge, seht ihr das an? Alles im Arsch, Mann! Mach die Scheißkamera aus! Hör auf zu filmen! Halt! Sie können da nicht... Sie können da nicht drauf! Stopp! Was ist denn jetzt los? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Bist du okay? Komm schon, Mann! Hoch mit dir! So, helft mir doch! Ich brauche Hilfe! Au! Was zum Fick ist denn da passiert? Satellitenkollision. Heißt es offiziell. Und was war es wirklich, Sir? Für die Bombe steht noch zu viel. Es war eine. Bis unser Raketenschild sie ausgeschaltet hat. Gegen die Trägerrakete waren wir machtlos. Raketenabwehr? Ich hielt das Programm für einen Witz? Das nennt man Desinformation, Kosek. Die Politiker kümmern sich um die Konsequenzen. Sie übernehmen den Abschussort. Lass mich raten. Die Russen streiten alles ab. Was? Rechtzeitig. Viel zu spät. Die ersten Infos, die wir haben, kamen aus Moskau. Die sind genauso überrascht. Sieht eher nach einer schmutzigen Bombe aus. Vielleicht dieselbe, hinter der sie schon mal her waren. Aber jetzt brennt London lichterloh. Und wir haben noch einiges zu tun. London. Great Britain. Aber was hat das mit den letzten... Wir stehen hier am Abgrund. Die Rakete kam vielleicht nicht von der russischen Regierung, aber sie kam aus Russland. Ob Raven's Rock für den Abschuss verantwortlich ist oder nicht, wir glauben, dass sie hinter den Leuten steht, die Volodins Ablösung fordern. Da braut sich nichts Gutes zusammen, Gentlemen. Auf die russische Politik haben wir keinen Einfluss. Wir müssen dahin, wo wir etwas ausrichten können. Die Flugbahnanalyse lässt auf Dagestan als Startort schließen, östlich der georgischen Grenze. Eine georgische Spezialeinheit sollte die Sache untersuchen, aber der Kontakt ist nahe der Zielzone abgebrochen. Wir helfen den Georgiern, ihr Team zu suchen. Mit etwas Glück finden wir Antworten. Mit etwas Glück finden wir deren Leute wohl eher. Ja, was hat das jetzt mit allen anderen Müll zu tun? Ich glaube, ich muss mir selber meine ganze Folge nochmal angucken, um zu wissen, was das ist eigentlich alles war. Okay, das war jetzt so ein bisschen,
kommen aus den Weiten des Waldes in die Enge der Stadt. Sie brauchen also etwas für kurze und lange Distanzen. Sobald sie in eines dieser Gebäude gehen, ist die Schrotflinte ihr bester Freund. Im Wald hilft das Sturmgewehr mit Herzschlagsensor. Okay, dann tun wir, was der Nette ja sagt. Das war jetzt so ein bisschen, 9. September-Style. 11. September. Warum das in Amerika nicht verboten worden ist, das Spiel, verstehe ich nicht. Wir starten die Mission. Komm, was soll's. Ja, Dingens, habe ich Sensoren dabei, weil Sensoren wären vielleicht ein bisschen besser als geeignet, vor allem im Wald und im Gebäude. Also ein paar Teile, wo man sich ziemlich gut verstecken und verschanzen kann. Oh, mal gucken, wo es stehen bleibt. Na, wo bleibt stehen? Wo bleibt stehen? Oh mein Gott, wo bleibt es stehen? Es bleibt bei LT stehen. Das könnten wir ein Gewinnspiel machen. Der Ladebildschirm sieht sowas von hässlich aus. 8:27 Uhr, Elbehol. Aber ja. Ringe hier gerade schräg runter oder? Ah, so, okay. Position, machen uns einsatzbereit. Mehrere Suchtrupps sind in diesem Gebiet unterwegs. Verstanden, Hunter. Es sind Überlebende aus dem georgischen Team da draußen, aber wir haben noch keinen Kontakt. Wir arbeiten von hier aus daran. Roger, wir begeben uns zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Machen wir. Geht klar. Hand out. Mission Georgia erreichen. Kontakt. Wenn ihr kämpft, dann tut's leise. Wir dürfen Sie nicht aufscheuchen. Leichtes Fahrzeug. Zu unserer Linken. Nein, wir müssen schon wieder ruhig verhalten. Es kann ja nichts werden, Leute. Die nächsten 5 Folgen werden wir erstmal wieder an dieser Ecke hier hängen. Kontakt. Nur ein Team. Links. Geh in Position. Gilt dein Gegner deine MG-Stellung? 1, 2, 3, in diesem Turm. 4. Ah, sind wieder viel zu viele. Wenn wir kämpfen wollen, leise. Wir wollen sie nicht aufscheuchen. Wie um alles in der Welt soll ich hier leise und niemanden aufscheuchen? Wir werden es mal so versuchen. Was kommen denn jetzt alle online hier? Oh oh. Die entdecken dich gleich. Gegner mit Panzerfaust. Wie willst du? Das heißt, wir dürfen doch kämpfen oder was? Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht mehr. Erst heißt, wir sollen nicht kämpfen, jetzt konnte ich gerade kämpfen. Und es ist nichts, sie wurden entdeckt, scheiße. Also. Ja, das heißt, wir dürfen jetzt kämpfen. Verstanden, Hunter. Es sind Überlebende aus dem georgischen Team da draußen, aber wir haben noch keinen Kontakt. Wir arbeiten von hier aus daran. Roger. Wir begeben uns zum letzten bekannten Aufenthaltsort. Halten Sie uns auf den Laufenden. Geht klar. Hand out. Wenn ihr kämpft, dann tut's leise. Wir dürfen Sie nicht aufscheuchen. Ich sehe zwei Ziele. Links von uns. Los geht's! Sie bewegen sich! Pass auf das Empire auf! Das war jetzt eigentlich nicht so mein Plan gewesen. In den Turm! Aber ich habe leider. Die Knopfkombination falsch angesetzt. Achtet auf die MG-Stellung! Wow! Rechts von uns!
Wir dürfen sie nicht aufscheuchen. Hoppala. Los, Lied, ich liege hier. Danke. Du bist in Ordnung, weiter. Links, links von dir. Mach ihn fertig. Alter. Sehr schweinig. Wenn ihr so weitermacht, geben die bald auf. Sie sind oben im Dorf. Was ist Dürf das? Du Affe. Er hat ein MG. Ziel erledigt. Alles klar. Erledigt. Jetzt ist er plötzlich sicher. Wir sollen es aber nicht aufscheuchen. Okay, zu mir. Naja, haben wir jetzt irgendwie geschafft. So, ich bin da. Also geht's weiter runter. Ja, sammeln. Okay, ich warte genau an diesem Punkt. Ruht euch aus. Checkt die Ausrüstung. Okay, das war jetzt irgendwie fail. Hier spricht Sergeant Osadze vom Zamtari-Team. Sergeant Osadze, hier Ghostly. Wir kommen, um Sie zu holen. Sind Sie Ghosts? Bestätigt. Mein Bruder hat vor ein paar Jahren bei Ihrer Truppe gedient. Er hat Sie ihm einen großen Ehren gehalten. Wir versuchen, dem gerecht zu werden. Ihr Status? Ich bin der Letzte und die Russen sind nah. Wir können Sie orten. Sind unterwegs. Dann bis gleich. Und gerade die Pistole war nicht in Tarnkappenmodus, aber meine Standardwaffe. Wir haben hier ein paar Interferenzen. Was ist das Problem? Unbekannt. Könnte das Gelände sein. Mal sehen, was wir tun können. Verstanden. Wir sind auf dem Weg zum Paket. Ende. Tarnung aktiviert. Okay, die Tarnung funktioniert trotzdem noch. Trotz der kleinen. Ich kann nicht sprinten. Ich sehe gar nichts mehr. Wow, beste Synchro ever. Wir müssen sie ablenken. Greift alle Gegner an. Sehe leichtes Fahrzeug. Direkt voraus. Komm, passen die Blick zu dir. Vorsicht. Das sind nochmal vier. Auf der Treppe. Sasch, wie ist Ihr Status? Ein Gebäude am Südrand eines Hofes. Erster Sturm. Sie versuchen reinzukommen. Durchhalten, wir sind fast da! Hier ist ein Schaf. Oh! Auf 9 Uhr. Auf der Treppe. Das sind 20 hier. Markiere Nummer 4. Klar zu Feuer. Noch mehr. Massiver Kontakt. Genau vor uns. Feuer. Sie haben einen gefunden. Jetzt sind sie wütend. 12 Uhr! Er ist tot! Gegner, bewegt dich! Okay, wir haben jetzt einigermaßen gut unter Kontrolle. Ziel erledigt! Oh Gott, was ist das denn jetzt? Los, mach die alle! Die Entdeckung, nachladen. Nachladen.
Wir kommen aus dem Dschungel und direkt hier hin.